In Wien ist Eliud Kipchoge als erster Mensch einen Marathon in weniger als 2 Stunden gelaufen. Nach 1 Stunde 59 Minuten und 40,2 Sekunden lief der Kenianer fast schwerelos über die Ziellinie und unterbot seinen eigenen Weltrekord aus dem vergangenen Jahr. Es geht mir gut. Es hat 65 Jahre gedauert, nach Roger Bannister in diesem Sport Geschichte zu schreiben. Das tat er 1954. Es hat noch weitere 63 Jahre gedauert. Ich habe es versucht und zuerst nicht geschafft. Jetzt sind es 65 Jahre. Ich bin der glücklichste Mensch, einen Marathon in unter 2 Stunden zu schaffen und so viele Menschen damit zu inspirieren, zu zeigen, dass den Menschen keine Grenzen gesetzt sind. Sie können es schaffen. Ich denke, dass nach heute mehr Menschen auf der ganzen Welt das schaffen können. Die Veranstalter hatten für Kipchoges ambitioniertes Ziel quasi Laborbedingungen geschaffen. Die Laufstrecke im Wiener Prater war in bestem Zustand. Eine Laserorientierungshilfe projizierte die nötige Geschwindigkeit auf die Straße.